Schön, dass ihr dabei seid, denn ich zeige euch heute, wie man aus dem Blumenkohl ein leckeres Grillgericht zaubert mit einem Salat und einer Hefecreme. Das heißt, hier geht es jetzt los mit Verena Grill. Für den Blumenkohl entferne ich erstmal komplett die Blätter. Wenn die Blätter entfernt sind, halbiere ich mir den Blumenkohl und dadurch, dass ich den Strunk dran gelassen habe, kann ich jetzt schöne Scheiben runterschneiden. Die Ränder werden nicht weggeschmissen, die kommen dann auch mit auf den Grill. Für die Marinade benötige ich Olivenöl, Salz, Pfeffer, Harissa und Abrieb einer Limette. Jetzt schnappe ich mir meine Blumenkohlscheiben und pinsel die von beiden Seiten komplett mit der Marinade ein. Der Blumenkohl, der ist mariniert und darf auf den Grill wandern, deswegen kommt mal mit. Der Grill, der ist schon gut vorgeheizt, das brauchen wir auch, denn der Blumenkohl, der braucht schöne Röstaromen. Die Hefe hier, die kommt auch bei mir auf den Grill und es wird eine richtig coole Hefecreme daraus mit ordentlich Power- und Umami-Geschmack und dann wird sie schön geröstet. Und jetzt duftet es hier schon wie in einer Backstube durch die Hefe, die so richtig Röstaromen und Power abgibt. Zu dem Blumenkohl gibt es noch einen schönen Kräutersalat mit Johannisbeeren und dafür schnippel ich jetzt Petersilie und Minze. Zu meinen Kräutern dürfen jetzt noch rote Johannisbeeren, dann kommt Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer, etwas Agavendicksaft und Saft und Abrieb von 2 Limetten. Die Hefe, die kommt jetzt runter und wird mit Sahne und Butter aufgekocht. Mmh, super, und die Kombination mit Blumenkohl und dem Kräutersalat unschlagbar. Ihr müsst es wirklich nachmachen. Das war mein sommerliches Grillrezept rund um den Blumenkohl. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kaufland-Kanal. Ich sage, bis zum nächsten Mal bei Verena grillt oder kocht oder grillt oder kocht.